Die Eröffnungsfeier der 38. Dornbirner Frühjahrsmesse zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur in die Messehalle 1. Das Haus war also voll und auf dem Podium sorgten die diesjährigen Themen Garten und Grillen, Bau und Energie. Aber auch das 15-jährige Jubiläum der jungen Halle für genügend Gesprächsstoff. Als erstes Highlight der Frühjahrsmesse 2013 wird, wie auch schon in den Jahren zuvor, die Ansprache von Bürgermeister Wolfgang Rümele in Erinnerung bleiben. Rümele war auch heuer wieder voll in Fahrt, umso mehr freute den scheidenden Bürgermeister dann auch die Ehrennadel der Stadt und das Ständchen der Messemitarbeiter. Ein bisschen Wehmut war dann aber doch dabei. Herzlichen Dank. Es gibt das nicht viel mal, dass man da auch Gnadgesang dirigieren darf. Also vielen Dank dem Team. Danke vielmals. Dankeschön. Sicher ist jedenfalls, dass es auf der einen Seite schon eine Zäsur ist, weil man da 28 Mal das Vergnügen gehabt hat, ein paar aufmunternde Worte zu finden und so den ganzen Saal von Leuten diese morgendliche Zeit schon vor sich zu haben und dann auf der anderen Seite sich zu überlegen, dass man ab sofort die Chance hat, sich in der dritten, vierten Reihe wiederzufinden, sitzend und nicht im Rampenlicht. Das kann auch ein großes Vergnügen sein. Die Besucher der Messeeröffnung erlebten aber noch vieles mehr. Unter anderem ein mitreißendes Referat von Gerhard Matzig. Der Buchautor und leitende Redakteur der Süddeutschen Zeitung sprach über die Wutbürger und die Lust auf die Zukunft. Grundsätzlich möchte ich noch mal betonen, ich bin sehr für partizipatorische Demokratie. Dagegen sein ist das Salz der Demokratie. Aber normalerweise ist man dagegen, weil man einen besseren Vorschlag hat. Und man ist auch bereit, auf die jeweils andere Seite zuzugehen. Man ist bereit, einen Konsens zu finden, einen Konsens für die Zukunft. Das ist etwas, was den Wutbürger auszeichnet, dass er nicht konsensfähig ist. Nicht wütend, sondern extrem motiviert zeigten sich dann die beiden Freerunner Raphael und Luca. Beide haben sich voll und ganz dieser neuen Trendsportart verschrieben und zeigten ihr Können zum einen bei der Eröffnungsfeier und zum anderen auch beim 15-jährigen Jubiläum der jungen Halle. Die Frühjahrsmesse ist und bleibt ein Wirtschaftsbarometer. Dies ist auch bei der aktuellen Auflage nicht anders. Deshalb sprach auch Markus Wallner von einer spannenden Zukunft. Die Messe ist immer auch eine Gelegenheit, einen Blick auf den Standort zu werfen, einen Blick auf die Wirtschaftslage zu werfen, auch hier nicht zu ausschweifen. Aber es wird die nächsten Monate, wir haben auch Gelegenheit auf Bundesebene dazu, uns einzubringen, sehr darauf ankommen, dass man die richtigen Akzente setzt. Dem Landeshauptmann blieb es dann auch vorbehalten, die Messe zu eröffnen. In dem Sinne darf ich die Dornbirner Frühjahrsmesse offiziell für eröffnet erklären und wünsche Ihnen allen noch einen guten Messetag. Dankeschön. Es ist die Frühjahrsmesse und die Herbstmesse, das ist eigentlich ein Treffpunkt vieler Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Deswegen gehört der Landeshauptmann auch daher, mitten unter die Leute natürlich. Es ist immer eine sehr tolle Eröffnung, eine humorvolle Eröffnung. Die Stimmung ist eigentlich ganz gut, es sind über 600 Aussteller da. Wir wissen, dass sich ganz Vorarlberg auf der Messe begegnet, groß und klein. Die Dornbirner Frühjahrsmesse, auch im Jahre 2013, die richtige Anlaufstelle in Sachen Garten und Grillen, Bau und Energie und natürlich Mode.